Schön, dass du da bist, lieber Wassermann. In diesem Orakel geht es um eine Verbindung von dir, wo ich mir gerne anschauen möchte im Kollektiv. Was ist das überhaupt für eine Verbindung? Schau mal, ob du die da wiederfindest. Dann, wie steht dein Gegenüber zu dir? Was sagt das Tarot, wie du dich verhalten kannst? Was für Themen für dich da aufscheinen? Was du in Bezug auf das Gegenüber und der Verbindung? Und dann schauen wir die mögliche Tendenz an. Wassermann. Schau bitte auch Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen, gell, bitte. Gut, Wassermann. Um welche Verbindung möchte sie deutlich zeigen? Passion. Sehr schön. Und Family. In dieser Verbindung ist einmal die Energie eine totale Anziehungskraft, sexuelle Anziehungskraft auch, lieber Wassermann, aber auch das Gefühl, angekommen zu sein. Das ist auch da, weißt du? Family deute ich da nicht als klassische Familie, ich meine, vielleicht hast du mit diesem Gegenüber eine Familie, aber ich deute es eher so. So ein familiäres Gefühl, auf der einen Seite diese wunderbare Anziehungskraft, Leidenschaft, wo ich die Anziehung geben. Ich schaue aber noch tiefer, lieber Wassermann, damit du schaust, ob du die da findest, beziehungsweise ob du ja einfach so eine Verbindung jetzt vielleicht hast du einen Partner, vielleicht hast du gerade wen kennengelernt, vielleicht siehst du da eine Verbindung aus deiner Vergangenheit drin. Ja? Wir wollen schauen, ich weiß nicht, welche Verbindung sie da zeigt, lieber Wassermann. Ja? So, gut, da liegt er schon. Ich spreche aus der Sicht einer Frau. Es ist auf alle Fälle eine Verbindung, die karmisch ist, wo es um eine Art Erneuerung geht, wo es vom Tempo her eher langsam ist, es kann auch sein, dass da ein Abbruch ist. Waren viel Verletzungen und da geht es um eine Wiedererneuerung. Ja, viel Geduld. Also es kann sein, dass du in einer Art Warteposition bist oder auf dich gewartet wird. Und auch um das Gefühl, abgelehnt zu sein oder dass du den anderen nicht annehmen möchtest oder dass du dich nicht angenommen fühlst. Es steht sozusagen im Raum, kommt es wieder zusammen oder nicht? Kommt sie zwar wieder zusammen oder nicht? Und das ist eine Verbindung, die von der Vergangenheit ist. Also da liegt schon Vergangenheit da und da war richtig ein gebrochenes Herz. Wassermann, das ist die Verbindung, um die es da jetzt geht. Wenn du dich da wiederfindest, dann bleibe gerne dran. Wenn du dich nicht wiederfindest, dann schau einfach die Sonnenzeichen, Aszendent und oder Mondzeichen. Gell? Und ich schaue mir jetzt dein Gegenüber an, lieber Wassermann.
Ich hoffe, dass das Licht in Ordnung ist. Das schaut irgendwie so düster aus, aber ich schätze schon mal, dass man die Karten sieht. Ein Schluck Tee. Gegenüber. Wie steht er zu dir? Ich spreche aus der Sicht einer Frau. Wenn du ein Mann bist, trage das bitte um. Sei so lieb. Ich danke dir. Naja, es ist auf alle Fälle jemand, der aus deiner Vergangenheit ist und der mit Wehmut zurückblickt, ja, der sehr wertschätzend an die denkt. Und der sehr wohl weiß, dass das, so wie das gelaufen ist damals, fair war. Kann es sein, dass dieser jemand gebunden war, aber wenn, dann war das eine sehr belastende Situation. Kann es sein, dass der in einer Scheidung oder verheiratet war und sich scheiden lassen. Er weiß, dass das alles sehr lang gedauert hat. Und er hat ein schlechtes Gewissen, wie das gelaufen ist. Das zeigt sehr in die Vergangenheit. Ja. Das ist in der Vergangenheit sehr unschön abgelaufen. Mit einem bösen Streit sogar. An das denkt dein Gegenüber. Es war eine Kommunikation, weißt du, wo er sie dann verteidigt hat. Aber es ist die Art und Weise, wie es sehr unschön abgelaufen. Das war es der Gegenüber. Also es zeigt nicht das, woran er denkt, ja, zeigt ihm die Vergangenheit, lieber Wassermann. Schau mal die Gefühle an. Wassermann, danke übrigens für dein Abo. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lade dich herzlich ein. Das ist kostenfrei, das weißt du. Danke für dein Like, danke fürs Teilen. Ich sehe dich in WhatsApp, sage ich, in YouTube. Weißt du, wie viele Likes bei jedem Video sind? Und so erkenne ich auch, gut, weißt du, ist das etwas, was die Menschen interessiert? Taugt er das und so kann ich mich dann ein bisschen danach richten. Das heißt, wenn es dir taugt oder auch die Fragestellungen taugen, dann hinterlasse einfach ein Like. Es ist sozusagen dein Feedback, ne? Für mich. Danke. Wassermann, wie fühlt er? Er hat Angst. Er hat unstete Gefühle. Es sind schon beständige Gefühle, aber es ist schon eine Hochspannung. Das klingt jetzt zwar, wie soll ich sagen, komisch, ja, aber es liegt einfach so da. Er denkt an dich, ja, du liegst da als Königin der Münzen, lieber Wassermann. Er ist sie unsicher im Herzen. Aber ist er nicht unsicher wegen dir? Also du bist sicher in seinem Herzen. Aber er ist sie unsicher. Schau jetzt mal, wieso. Du hast einen Platz in seinem Herzen, ganz sicher. Was sind diese Ängste und Unsicherheiten? Schau mal. Naja, das betrifft euch. Und die Liebe zu dir, also da ist wirklich Liebe. Schön, Wassermann. Upala. Ja, den Aufbau. Und wieso der Angst?
Jetzt um die Kommunikation. Naja, ob es eine Wiedervereinigung gibt, deswegen ist er unsicher. Ja, ob das geht. Ob es einen Neubeginn gibt, ja, weil ja doch sehr viel Schmerz war. Das ist er sich unsicher. Du hast einen sicheren Platz in seinem Herzen, Wassermann. Schön. Also schön, es ist halt einfach so, gell? Du weißt, es ist ein kollektives Orakel und es setzt keine persönliche Kartenlegung, Wassermann, gell? So, von der Handlung her. Er hätte natürlich gern, also nicht natürlich, es liegt da, dass er sich wünschen würde, dass du dich meldest. Dass du das in die Hand nimmst. Kein Scherz. Kein Scherz. Das dürftest du gewesen sein, die das beendet hat. Aha. Ja. Er sieht sie nicht in der Rolle, dass er sich bei dir rührt. Er wird sie wünschen, dass du das übernimmst. Er wehrt sich dagegen. Ja. Also, weißt du, Wassermann, es schaut so aus, dass du gegangen bist und er fühlt sich zurückgewiesen. Kelche. Und er hat sein, auch noch, also er im Schmerz im Herzen einfach nur. Und es dürftest du die gewesen sein, die gegangen ist. Und deswegen sagt er, okay, er darf auf Wiedervereinigung hoffen, er hätte es gern, aber wenn, dann solltest du den aktiven Schritt auf ihn zumachen. Wenn ihr Kontakt habt, dann, da das sie wünschen oder wartet, dass du eindeutige Schritte setzt, ja, im Sinne einer Wiedervereinigung, ja, wenn du das natürlich möchtest, aber das ist so, ja, im kollektiven Feld. Jetzt schauen wir mal in die Karten, lieber Wassermann. Was die Karten dir als Impuls geben in Bezug auf Erben. Welche Verbindung? Jetzt geht es um dich, lieber Wassermann. Erben kommen lassen. Sehr spannend, gell? Er wartet, dass du kommst oder er wünscht sich das und die Karten sagen, na na, ihn kommen lassen. Da liegt er. Ihn kommen lassen. Also, du kannst es natürlich machen, wie es dir entspricht. Sieh es einfach als Impuls. Vertritt deine Position, sagen die Karten. Mach dir nicht so viel Gedanken und so viel Sorgen. Lass ihn kommen. Mit einem ganz liebevollen, persönlichen Impuls. Der Bube der Kelche. Lass ihn auf dich zukommen. Damit ihr euch wieder seht oder damit euer Miteinander gepflegt wird. Lass ihn sprechen und ich habe wieder den Herzschmerz. Das muss echt mit sehr viel Schmerz behaftet sein, die Geschichte. Geh's langsam an. Das liegt auch da als Tipp der Karten. Geh's langsam an. Schau dann einfach mal an. Es war wirklich ein ganz, ganz böser Streit, was euch auseinandergebracht hat in der Vergangenheit, lieber Wassermann. Soweit der Tipp der Karten. Ich schau, ich spür bitte eine, was da für die passt, gell? Und holt einfach den ein oder anderen Impuls raus, wenn sie sich stimmig im Herzen anfühlt. Ich schaue jetzt noch, wie es
bei euch von der Tendenz, möglichen Tendenz ist. Wassermann. Schauen wir mal, gell? Na, die springen aber. März 2022. Also, was weißt du, diese Streitigkeit von damals, weißt du, diese Verletzungen von damals, die sind noch nicht verarbeitet. Das müssen ganz scharfe Worte gewesen sein. Kälte, kalt. Was, wo du das immer noch dir im Gedanken herumkreist. Das liegt echt da. Ich habe vor allem dich ganz maßgeblich für diese Entwicklung. Ja, weißt du, ich sag dir was. Die Karten sagen, dass du einfach dann noch Zeit brauchst. Dir sitzt es noch komplett im Nacken. Ich hoffe, dass er sie dann melden wird. Das ist zu sehen. Ja, das ist er, der Magier. Ja, wir haben ja März 2022 so einge so festgelegt als etwaigen Zeitraum. Aber die Karten sagen, dass dann ein bisschen Zeit verstreichen soll. Das geht einfach nicht so schnell. Das sind so viele Verletzungen. Aus der Vergangenheit schon wieder, schau her, schon wieder die drei der Schwerter und die sechs der Kelche, schon wieder. Es sind immer dieselben Karten, es ist einfach nur nicht verarbeitet und du liegst da als ganz sensible Dame, als Königin der Kelche. Das braucht Zeit. Also, Kontakt, ja. Eventuell auch ein Treffen, das eine oder andere Treffen, aber sehr, wie soll ich sagen, diese Geschichten aus der Vergangenheit sind noch nicht verarbeitet. Drücken wir es jetzt mal so aus. Wassermann, ich danke dir fürs Mitdabeisein, gell? Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und dann sage ich mal bis bald und viel, viel Segen für dich, Stella.